Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom FIFA 16 Karrieremodus mit Real Madrid. Und wir spielen heute in Madrid. Und zwar im Viertelfinale der Copa de España. Und ja, das ist das wohl bis jetzt wichtigste Spiel in dieser Karriere. Und ich würde mal behaupten, wir gehen direkt mal rein in die Party. Das Spiel geht los. Copa de España. Viertelfinale. Real Madrid gegen den FC Barcelonas im Santiago Bernabéu Rückspiel. Im Hinspiel 1:1. Ein sehr knappes Ding. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal rein. Und da ist das 1:0 für Barcelona. Durch ein Kopfballtor von Leo Messi. Das hätten wohl die wenigsten erwartet, dass der ein Kopfballtor hier macht. Das war echt ein dummer Fehler von mir, den dazu Neymar zu spielen. Und der natürlich mit einer perfekten Flanke. Und dann macht Messi das 1:0 für Barcelona. Ich habe wieder unkonzentriert gespielt. Jetzt muss wieder Gas gegeben werden. Aubameyang mit dem Ausgleich. Diesmal etwas früher, das heißt, die Chancen stehen weiter offen. Aubameyang mit dem 1:1 in diesem Spiel. Insgesamt steht es 2:2. Das heißt, wenn der Spielstand so bleibt, geht es auf jeden Fall in die Verlängerung. Ich weiß gar nicht, gibt es eine Auswärtstorregel, ist auch egal. Die zählt jetzt eh nicht mehr. Messi, und er macht auch so ein. Zur Führung vom FC Barcelona. 2:1 für Barcelona. Leo Messi dann mit so einem Ding. Das ist natürlich dann einfach nur noch Glück. Aubameyang an die Latte. Das darf doch nicht wahr sein. In so einem entscheidenden Spiel trifft er natürlich nur Aluminium. Und damit ist es vorbei und damit hat sich der Traum vom Triple ausgeträumt. Wir verlieren das Spiel mit 1:2. Und somit kommt Barcelona ins Halbfinale und Real Madrid. Also wir sind raus gegen unseren Angstgegner, dem FC Barcelona. Liga noch ganz souverän mit 3:0 gewonnen. Aber Lionel Messi hat uns da einen Strich durch die Rechnung gemacht mit seinem Doppelpack. Wir verlieren 2:1. Ganz knappes Ding hier. Im Copa de España somit. Ja, müssen wir dann jetzt hoffentlich dann die Champions League noch gewinnen. Und somit hätten wir dann wenigstens noch ein Ziel erreicht. Und wie wir sehen können, sind wir rausgeflogen gegen den FC Barcelona. Ja, miese Sache, Copa de España, Viertelfinale raus. Aber wir haben noch die Liga und die Champions League vor uns. Also da müssten wir dann was reißen. Aber dafür haben wir jetzt einen richtig, richtig guten Linksverteidiger. Wir haben zugeschlagen, wir haben 26,5 Millionen Euro und Marcelo für David Alaba geboten. Und das wird jetzt unser neuer Linksverteidiger werden vom FC Bayern München. Ab geht's. Das nächste Spiel in der Primera Division ist gegen Espanyol Barcelona. Und David Alaba wird sein Debüt heute geben. Wir spielen 4:0. Ramos trifft Aubameyang und zweimal Ronaldo. Und mit diesem Knopfdruck beenden wir auch diese Transferphase. Und haben nur einen Transfer getätigt, also einen Neuzugang. Und das ist David Alaba auf der linken Seite, was natürlich auch nicht schlimm ist. Trainingsverletzung, Jerome Boateng für 5 Tage, mein Gott. Ist dann halt so, 5 Tage auf Boateng verzichten ist mal in Ordnung. So lange spielen wir eh nicht. Und meiner Meinung nach reicht das jetzt für heute eigentlich, weil ich bin echt ganz schön fertig nach dem Spiel. Heute mal eine etwas kürzere Folge, aber mein Gott, ist jetzt auch nicht so schlimm, denke ich. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Bis dann und tschüss, euer Erik von der Gaming Company.